Ja, die Künstlerin Laura Limburg beschäftigt sich einerseits mit Malerei, andererseits mit Skulpturen und hat das hier anhand dieser Skulpturen wunderbar vereint. Ja, genau. Es ist eines ihrer Werke, natürlich ihre Stilistiken sind natürlich die Malerei, spielt eine wesentliche Rolle bei ihr. Und sie beschäftigt sich aber dazu eben auch als Ergänzung sehr viel mit der Skulptur. Und in dem Fall, was wir hier stehen haben, ist ein Konvolut an den Vasen, die sie geschaffen hat. Ein Teil schon für unsere letzte Ausstellung, die wir mit ihr gemacht haben. Und ein Teil jetzt eben auch speziell für die Messe, nämlich diese Riesenskulptur, die hier steht. Und es verbindet sich dann sehr wohl eben diese Welten der Malerei bei ihr mit der Skulptur. Die Vase ist ein Objekt, das kommt sehr oft auch in ihrer Malerei vor. Sie beschäftigt sehr viel, sie reist sehr viel und hat somit auch unter anderem Südostasien bereist und das schon mehrmals und nutzt auch diese Kultur als große Inspirationsquelle, indem sie sich mit Geschlechtergleichheit auseinandersetzt, aber auch Diskriminierung auseinandersetzt und war halt sehr schockiert, wie es da vor sich geht, und das baut sie sehr thematisch auch in ihre Malerei, aber auch in die Skulptur. Woraus bestehen diese Skulpturen? Die sind aus Beton. Mhm. Ja, sowohl die kleinen als auch die großen sind aus Beton und zum Teil mit Acrylfarbe, Acrylspray besprayt. Und sind, wie zum Beispiel die große hier, drauf gesprayt mit Acrylspray, Drachen, Blumen und sonstige Wesen und Figuren, die ein Teil quasi ihrer Formensprache, ihrer Welt, die sie kreiert, zum Teil sehr historischen Belangen, aber auch den zeitgenössischen Bezug, und diese vereint auch wiederum. Ja. Frauen sind speziell ein wesentliches Thema ihrer Auseinandersetzung, sind auch sehr oft zu sehen in ihrer Malerei, aber auch Skulptur. Kombiniert mit exotischen Wesen, exotischen Pflanzen, um die darum wieder in den Kontext zu setzen von Südostasien, eben eines ihrer Inspirationsquellen. Und setzt sich eben das damit sozusagen sehr vertieft auseinander. Und deswegen Vase ist auch ein Grund, warum sie die Vase wählt, das Objekt sowohl in der Malerei als auch vor allem in der Skulptur, ist eben auch da ein gewisser Bezug zur Frau. Ja. Die Vase ist ja grundsätzlich ein sehr zerbrechliches Objekt, ja. Und sie nutzt dieses Objekt, deshalb auch Beton, um da auch auf einer feministischen Art und Weise dem zu stärken, die Frau zu stärken. Es ist auch sehr viel Selbstidentität von ihrerseits quasi auch involviert in dieser ganzen, Welt, Fabelwelt, die sie erschafft, und das soll quasi auch nochmal so diese Stütze sein und die Rolle der Frau zu stärken und gegen diese Diskriminierung und sozusagen anzukämpfen. Deswegen auch Beton als ein solides Material und das eben auch sehr wohl natürlich auch eine Frau einnehmen kann. Ja.